Ich wollte eigentlich jetzt Schluss machen, aber ich sehe jetzt gerade noch ein Thumbnail, wo ich draufklicken muss. Nämlich diese hier. Seht ihr das? Da muss ich draufklicken. Das ist ein gutes Thumbnail. Oh, hallo. Da denke ich mir noch, was machen die beiden überhaupt? Meine süßen kleinen Superwürstchen da draußen. Wir haben heute jemanden mitgebracht. Wir werden Julia heute aufs Genaueste untersuchen. Let's go! Ich hab grad deinen Arsch in der Hand, das verstehst du halt nicht, Julia. Geil, oder? Mhm. Leute, wir haben heute was Geiles vor. Jetzt hast du ja doch mein Popo gehabt. Ja, aber fandest du geil, oder? Ja, fand ich auch. Also Leute, ich hab mir heute mein sexy Babe hierher geholt, denn wir machen heute richtig... Ey, wie geht das schon los? Wie geht das schon los? Oha, 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 oha. Wilde Sachen, das glaubt ihr gar nicht. Julia ist schon hier bereit. Das ist die perfekte Ausgangssituation. Nein, wir müssen jetzt wirklich mal erklären. Komm jetzt mal her. Das geht doch so nicht. Sexy Babe Number 2 habe ich heute hergeholt. Hey, wer ist Number 1? Ja, Wolfi. Ich habe euch nach den absolut absurdesten Amazon-Produkten ever gefragt. Und die habe ich mir gekauft. Und Julia, es geht gleich richtig wild zur Sache. Kann ich dafür mein Hochzeitskleid ausziehen? Das ist mir ein bisschen zu... Es ist einfacher, wenn du ausgezogen bist dafür. Es geht auch viel um Charme. Was geht bei Joey heute? Was geht bei Joey? Haare heute. Du verstehst es noch nicht, aber ich habe einen Rasierer gekauft. Du hast die so schön gezüchtet. Ich rasiere die nicht ab für dich. Diese sexual Vibes, die lassen mich total schwitzen hier, ey. Ich bin ausgezogen. Wir testen jetzt richtig geile Amazon-Produkte. Es geht... Ey, aber Editing von Joey ist auch so on fleek, ne? Editing von Joey einfach gut, muss man sagen. Gays are girls' best friends. Ich, Bild zur Sache und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video! Obviously. Okay, wir kommen zur allerersten Sache. Let's go. Ich hab mitgemacht. Wir müssen ja erstmal so sanft reinflutschen. Deswegen haben wir jetzt hier... Hey Joey, das sieht aus wie so ein richtig perverses Hexenpuppending. Das sieht wirklich super pervers aus, aber es ist ein asiatisches Beauty-Produkt, denn hiermit kannst du deine Lippenmuskulatur trainieren. Nichts anderes. Nichts anderes. Nee. Julia, das ist total gut für deine Lippenmuskulatur. Und vielleicht kannst du auch andere Dinge gut üben damit, das weiß ich nicht. Facial Slimming Mask. Alter, was ist denn das? Mask, Gesichtsgürtel für Gesichtspflege, Thin Neck Facelift Doppelkinn für... Was ist das denn für eine Pflege? Du kannst damit dein Doppelkinn reduzieren. Oh, ich nehm's. Aber ich wollte eigentlich, dass du das hier... Nee, das kannst du nicht schön nehmen. Okay, soll ich mal probieren? Ja. Man muss mit deinen Lippen einfach draufdrücken. Und die sieht aus. Sieht gut Scheiße. Aus. Sieht man die Zähne? Ja, ziemlich gut. Und dadurch geht es mein Doppelkinn. Und dadurch, nein, du musst halt festmachen, ne? Und hier ist es? Immer noch genauso scheiße wie vorher. Ja, ja, und das hilft mir jetzt halt den ganzen Tag. Hä, es wird einem doch nicht das Doppelkinn weggemacht, wenn man sich sowas umlegt. Machen wir dann das Doppelkinn weg? Alter, Joey, das sieht so nicht richtig aus. Das weggehen, wo soll das hin? Na, das verstehe ich halt auch nicht. Ah, du siehst total sexy so aus, Julia. Also ich muss ja schon sagen, ich sehe voll aus wie Dieter Bohlen, oder? Was hat das mit Dieter Bohlen zu tun? Der hat doch auch immer so Rotz. Jetzt siehst du einfach nur aus wie so ein Zahnloser. Nee! Nein. Die Frage ist, hat das schon mal jemand anders im Mund gehabt? Bei Amazon kannst du alles zurückschicken. Oh mein Gott, jetzt habe ich bestimmt Tripper. Ich finde, ihr sollt nur switchen. Oh mein Gott, jetzt habe ich bestimmt Tripper. Es ist total weg, aber ich kann das halt auch wegmachen, indem ich so mache. Ja, dafür brauchen wir gar keine Amazon-Geräte. Ja. Warum war sie so lange nicht mehr bei dir? Weil ich, weiß ich nicht, die war doch vor 2, 3 Wochen, haben wir doch gestreamt miteinander, oder nicht? Aber ich drehe ja aktuell nicht so richtig, also so zum Treffen mit Leuten drehen, mache ich ja aktuell nicht so. Ich bin in deine Sabber gefahren. Hör auf. Ich gebe dir nur deine Sabber zurück. Ich spuck dich gleich an. Das ist ja richtig sexuell hier. Was denn? Das war gerade ein Blasinstrument. Das war kein Blas. Ich habe jetzt total die vollen Lippen. Eigentlich ist das ein Blasinstrument. Aber wozu? Damit mein Mund besser aufkriegt, wenn da nichts reingeführt wird? Es gibt Menschen, die können ihren Mund nicht... Hat er gesagt, damit mein Mund besser aufgeht, damit mein... Wenn ein Schwanz eingeführt wird? Damit mein Mund besser aufkriegt, wenn da nichts reingeführt wird? Es gibt Menschen, die können ihren Mund nicht weit genug öffnen. Sieht auch echt nicht gut aus mit den Zähnen. So sieht's aus. Würdest du deinen Schnibbelsack da durchstecken? Ich glaube nicht. Wir kommen zu... Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Nächste Sache und die ist so gar nicht Sakura. Das hier ist eine riesige Rakete, die 100 Fuß hoch fliegt. Wie viel ist 100 Fuß? Keine Ahnung. 30 Meter fliegt die angeblich hoch. Oh. Boah, wir haben sogar mehrere Raketen. Hä, die ist ja voll klein. Ja, die ist... Hä, was ist das denn? Ja. Guck mal, das sieht so richtig riesig aus. Und das ist es dann eigentlich. Oh Julia, aber es wird bestimmt trotzdem voll geil.
Julia, es geht bald um Schamhaare. Das verstehst du, glaube ich, noch nicht. Ja, aber ich stehe doch auf Schamhaare. Das finde ich auch total in Ordnung. Ja, warum guckst du mich dann so durch an, als wäre das ein Problem? Weil ich das von dir nicht erwartet hätte. Ey, willst du mal meine Galerie sehen? Was soll ich denn da? Julia, Junge, 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 Junge. Was ist denn das für ein Video? Was ist denn das für ein Video? Ich stehe total auf Schamhaare. Willst du mal meine Galerie sehen, wie viele Frisuren ich schon hatte? Was ist denn das für ein Video? Was ist denn das für ein Video? Julia! Julia! Was passiert hier? Alter, das ist ja... Julia ist anders drauf. Bitte. Also, puh. Ja. Oh, was für ein Mini-Scheiß das ist. Ja. Jetzt mal ohne Witz. Ah. Oh, und zwar aber schnell wieder unten, ne? Hä? Ah. Let's go outside! Oh. Ey, wenn das jetzt nicht 30 Meter hoch liegt, bin ich richtig sauer. Ah. 3, 2, 1... Ah. Oh mein Gott, wie langweilig. Wieso gehst du dem Ding nicht hinterher, Melina? Ja, aber man sieht eh nichts, weil der Himmel ist weiß und das Ding ist weiß. Du hast recht. Du hast recht. Okay, wollen wir jetzt endlich zu den Schamhaaren kommen? Oh nein! Ja, das haben mir die Leute geschickt. Oh, das ist ein Outfit von einer Rettungsschwimmerin. Mit ganz langen Schamhaaren. Oh mein Gott. Ja, und die hat Riesenbrüste. Ich glaube, deswegen wird das Video gesperrt. Weil Riesenbrüste sind nichts Menschliches. Also Leute, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren sagen, wie lang eure Schamhaare so sind, aber ich glaube nicht so lang. Hast du schon mal deine... Ja, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie lang eure Schamhaare sind. Das ist doch eine wichtige Info, mit der man auch was anfangen kann. Na, Schamhaare so lang wachsen lassen, um zu gucken, wie lang die werden können? Ja, ich habe schon mal 50 Euro dafür bekommen. Hast du die mal geglättet? Nee, meine sind glatt von Natur aus. Meine Haare sind ja auch glatt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich stell mir gerade vor, wie das aussieht wie so ein Bart von so einem alten Japaner. Die sind doch auch immer so glatt. Ja, also ungefähr, Julia, ich möchte mir ehrlich gesagt deine Schamhaare nicht vorstellen. Mach mal deinen Kopf weg, ich wollte jetzt mal die Schamhaare präsentieren. Boah, ist das ekelhaft. Ey, warte, ich muss ja erstmal in die Kommentare schreiben. Er hat gesagt, ich soll in die Kommentare schreiben, wie lang meine Schamhaare sind. Meine Schamhaare sind... Wie lang sind so Schamhaare? 2,7 Zentimeter lang. Ist das eine Schamhaarlänge? Ist das eine übliche Schamhaarlänge? So eine handelsübliche? 5 Zentimeter, 7? Weiß ich nicht. 3, 4 Zentimeter? Dann mache ich 3,7 Zentimeter lang. Dann mache ich 3,7. Okay. Melina hat das rausgesucht. Melina! Sie haben sogar Nippel. Oh mein Gott, warum haben die Nippel? Ich habe halt direkt Erinnerungen, wenn ich das sehe, ne? An was? Ja, das kann ich in diesem Video jetzt... Was? An was hat er Erinnerungen, wenn er das sieht? Nicht sagen. Ich habe es genau so schon mal gesehen, okay? Was? Julia, ist doch auch scheißegal, echt? Oder? Wo hat er das so schon mal gesehen? Ich meine, ja, kann ja jeder machen, was er will. Ja, ne? Eben. Wir wollen überhaupt kein Schamhaar-Shaming machen. Okay, Leute, Joey ist... Wo hat er das so schon mal gesehen? Coming now. Hat da jemand nach meiner Hilfe gerufen? Oh, nee! Oh, da bin ich schon. Ey, ey, aber es sieht voll unecht aus, oder? Gib doch zu, dass du das Alter, richtig geil findest. Ey, oh, Alter. Ich möchte, dass du das jetzt wieder ausziehst. Du kannst aber ausziehen. Oh, ey, ich werd hier gebannt. Leute, ich glaube, es wird Zeit für unser allergrößtes Finale. Das hier wird einfach nur richtig geil und ich würde sagen, Melina, wirf's her! Ui! Das hier nennt sich Medisana und das Ding hat mich fast 100 Euro gekostet. Ja, und wenn das jetzt nicht gut wird, Julia, dann raste ich hier im Strahl. Das hier, Leute, ist ein Luftsprudelbad mit Aromaspender für die Badewanne und wir werden jetzt einfach nur die geilste Zeit in der Wanne genießen. Ich habe kein heißes Wasser. Oh. Ist heiß. Ich werde halt so schwitzen. Oh, mein Arsch kocht. Oh, mein Arsch. Oh, das ist richtig. Oh, das hier ist das Teil, was die Blubberbläslein macht. Okay, da muss jetzt der Schlauch rein. Okay, egal welches Ende. Ja, ist egal. Schlauch ist drin. Guck mal, wie groß das ist. Ist es groß? Ich habe irgendwie gedacht, es wäre viel kleiner. Was sehen wir hier? Na. Geil. Oh, oh Gott, scheiße. Hier rauskommen Blubber? Anscheinend. Hä? Soll ich jetzt einfach rein? Das ist jetzt unter uns, Joey. Hä? Okay, aber das geht ja jetzt nicht. Jetzt stehst du halt auf dem Schlauch drauf, ne? Warte, aber dein Box ist hier noch nicht fest. Okay. Leute, der große Moment kommt in 3, 2, 1. Ich krieg's nicht an. Joey! Es geht nicht. Ist dann auch nicht so chillig, ne? Wenn das so laut ist. Oh, die ganze heiße Luft steigt jetzt voll hoch, ey. Nicht schlimm gerade. Okay, also das war auf jeden Fall seine 89,99 wert.
Leute, kauft euch das für 89,99. Das lohnt sich. Das ist doch etwas. Scheiße, wer mir läuft die Suppe hier runter. Wenn ich mich jetzt noch ausschrecken könnte. Dann kriege ich dir gleich aber mal eine in die Fresse. Ich will mich verarschen. Wenn du nicht innerhalb von 3 Sekunden bei mir bist. Also Leute, ich muss jetzt Julia retten. Es ich kann nicht schwimmen. Es ist gegen 17 Grad. Der Pool ist eiskalt. Was ist das für ein Video? Oh was Gott, ist das für ein Video? Ich muss dich jetzt retten! Ja, rette mich jetzt! Oh Gott! Schlimmer gemacht! Schnell! Raus! Okay, schnell hoch! Was ist denn das für ein Video? Was sehe ich denn hier gerade? Julia hat sich getraut. Ich habe sie gerettet als geile Schamhaarfee und es war einfach nur ein geiles Erlebnis. War halt einfach wahrscheinlich die unnötigste Sequenz auf diesem ganzen Planeten. Leute, wenn euch dieses bekloppte Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns tierisch drüber freuen. Tierisch. So ein krankes Pferd. Wie ein kranker Haustier. Direkt mal gucken, wie es mit meinem Kommentar aussieht. Guck mal, es hat schon 31 Likes. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Denn die Schamhaarlänge ist wichtig, Leute. Die Schamhaarlänge ist etwas, was man auch teilen muss. Wie Joey sagt. Joey hat gar nichts. Ich hab gar nichts. Hab ich gar nichts gemacht. Gar nichts.